Herzlich willkommen zur digitalen Revolution at Acando. Mein Name ist Niklas Karbach und ich bin der Moderator für das heutige Webinar zum Thema Workflows digitalisieren mit Webcon PPS. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich Ihnen kurz vorab das Team vorstellen, welches mit mir zusammen dieses Webinar strukturiert und organisiert hat. Ladies first, Frau Femi Talay, Client Relationship Managerin bei Acando und die zentrale Ansprechperson im Falle, dass Sie mit Acando in Kontakt treten möchten. Tristan Iserhardt, IT-Consultant und ja, wohl die wichtigste Person in diesem Webinar, denn der Herr Iserhardt wird Ihnen live anhand eines internen Prozesses aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die Webcon PPS hat. Und meiner einer, Niklas Karbach, Business Consultant und in der Rolle des Moderators für das heutige Webinar. Kurz vorab, sollten Sie irgendwelche Fragen zum Webinar haben und speziell zu Webcon PPS, bitte ich Sie, die Chatbox von GoToWebinar zu nutzen. Am Ende unserer Präsentation werden wir noch genügend Zeit haben, Ihre Fragen zu beantworten. Und nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Was erwartet Sie in den kommenden 45 Minuten? Zuallererst möchten wir Ihnen einen kurzen Eindruck über die Acando GmbH geben, sodass Sie wissen, mit wem Sie es hier eigentlich zu tun haben. Im zweiten Step möchte ich Sie dann ganz gerne in das vollumfassende Thema Digitalisierung einführen. Darauf aufbauend werden wir Ihnen einen Lösungsüberblick präsentieren. Dieser Lösungsüberblick wird die Lösungen in Bezug auf die Digitalisierung von Prozessen aufzeigen, wobei wir hier einen ganz klaren Fokus auf Webcon PPS haben. Hierbei werden wir auch zwei zentrale Fragestellungen klären. Das ist einmal, wer und was ist überhaupt Webcon und welche Funktionalitäten hat denn Webcon, was Sie in Ihrem täglichen Doing unterstützen kann. Dann werden wir zum wirklich sehr spannenden Teil kommen, nämlich zur Live-Demo. Und hierbei werden wir einen internen Prozess, den heutzutage jedes Unternehmen digitalisiert haben sollte, live vorstellen in Bezug auf die Webcon-Lösung, die wir hier haben. Und last but not least natürlich die Fragen und Antworten, die wir dann im Anschluss zusammen klären werden. Und nun möchte ich an meine Kollegin übergeben, die eine kurze Einführung der Acando GmbH hat. Guten Tag, auch meinerseits ein herzliches Willkommen im Webinar. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und möchte Ihnen kurz die Acando vorstellen. Die Acando ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so bekannt, ist aber in Nordeuropa die Nummer 2, also führend als Management- und IT-Beratung. Steht in Schweden als Nummer 2 direkt hinter Accenture. Wir würden uns aber freuen, dieses in Deutschland zu erhöhen und sind da momentan auch kräftig dabei. Weltweit hat die Acando rund 1750 Mitarbeiter mit ca. 240 Millionen Umsatz weltweit und ist in 5 Ländern vertreten, ist an der Stockholmer Börse gelistet. Und ja, in Deutschland sind wir an 7 wichtigen Standorten vertreten und auch sehr stolz darauf, hier als bester Arbeitgeber aus der Great Place to Work Initiative herausgegangen zu sein. Sprich, wir haben sehr zufriedene Berater. Das macht sicherlich auch etwas aus, wenn Sie Projekte bei Ihnen durchführen. In Deutschland haben wir rund 40 Millionen im letzten Jahr gemacht. Und mit unseren knapp 400 Mitarbeitern unterstützt Acando Sie dabei, die Chancen der digitalen Welt auszuschöpfen und Risiken auch im Vorfeld zu erkennen. Dazu haben wir unser Wissen in 5 Practice Areas gebündelt, die sich da benennen als Digital Strategy und Transformation. Hier beraten wir beispielsweise im agilen Innovations- und Change Management, entwickeln aber auch visionäre Architekturen entlang ihrer digitalen Roadmap. Und unterstützen aber auch im Bereich Digital Roadmap beispielsweise mit Digital Maturity Assessments. Im Bereich Customer Experience und Commerce beschäftigen wir uns mit der Frage unserer Kunden, wie begeistere ich meine Kunden heute und morgen? Da geht es dann um Themenstellungen im Portalbereich, Content Modeling, Omnichannel-Systeme, aber auch nicht zu vergessen Analytics und so weiter.
Im Bereich Digital Workplace and Collaboration gehen wir die Fragestellung unserer Kunden an, wie arbeite ich in der Zukunft? Und hier geht es um Themenfelder, beispielsweise im Intranet, Extranet, aber auch das Thema, was wir heute vorstellen, und zwar Digitalisieren von Workflows, wie hier mit der Webcon-Lösung und sag ich mal, fachübergreifend kann sie bei Ihnen die Digitalisierung unterstützen. Im Bereich Digital Delivery Management und Services geht es um die Fragestellung, wie arbeite ich effizienter? Hier sind es Themenfelder wie die Business-Integration bei Migrationen, bei Carve-Outs oder Integrationen. Entschuldigung, wir hatten beispielsweise ein recht großes Projekt, wo wir bei einem Kunden über 250 Schnittstellen integriert haben und ein sehr erfolgreiches Projekt auch mit der Methodik, die wir da unterstützt haben. Wir sind aber auch im Projekt Test- und Service-Management da sehr gut unterwegs und unterstützen Sie in Ihren Projekten. Im Bereich Smart Life geht es um die Fragestellung, wie ändert sich das Leben in der digitalen Welt? Und hier sind wir mit einem Beispiel in Deutschland vertreten, wo wir im Automotive-Bereich die App-Anbindung ans Auto mit unterstützen. Soweit mal zu diesen Themen. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie zahlreich mit Fragen auf uns zukommen. Vielen Dank. Gut, danke Frau Thalay. Dann werde ich nun in den nächsten Minuten das Vergnügen haben, Sie in die Digitalisierung einzuführen. Hier gilt es natürlich ganz klar, den Stand der Dinge herauszufiltern, sodass Sie wissen, was aktuell in Bezug auf die Digitalisierung zu wissen ist. Um einen besonders einfachen Einstieg für Sie zu gewährleisten, haben wir folgende 5 Schlagzeilen, die wir Ihnen ganz gerne präsentieren möchten. Diese 5 Schlagzeilen sind deshalb besonders, da Sie 2 zentrale Fragestellungen zum Teil beantworten zum Thema Digitalisierung und Stand der Dinge. Seit Anbeginn, es Digitalisierung gibt und die Begrifflichkeit als solches, gibt es zwei unterschiedliche Lager, zwei unterschiedliche Personengruppen, die die Digitalisierung bewerten. Auf der einen Seite gibt es eine Handvoll oder zahlreiche Studien und Artikel, die die Digitalisierung ganz klar von der Bedeutung her nach ganz oben schieben. Beispielsweise zeigt die Schlagzeile in Orange gekennzeichnet oder beziehungsweise betitelt die Schlagzeile in Orange gekennzeichnet die Digitalisierung als Achillesferse der deutschen Wirtschaft. Andersherum gibt es natürlich auch die andere Partei, die die Digitalisierung immer wieder und auch seit Anbeginn es Digitalisierung gibt, damit gleichsetzt mit dem Verlust von Arbeitsplätzen. Und das zeigt sehr schön die Schlagzeile von der Zeitung Die Zeit mit der Schlagzeile Digitalisierung plus Demografie ist gleich stabiler Jobmarkt? Fragezeichen. Also diese kontrovers diskutierte Thematik besteht bis heute und setzt sich im Endeffekt in diesen Schlagzeilen auch wieder. Die zweite wichtige Fragestellung, die Sie sich wahrscheinlich auch aktuell stellen, ist, wo sind wir denn gerade mit der Digitalisierung? Was ist der Stand der Dinge? Und wie man anhand zweier Schlagzeilen, einmal in dunkelblau als auch in hellgrau erkennen kann, ist die Digitalisierung auch schon in der Politik angekommen. Das heißt, es gibt sogar sogenannte Digitalminister, die sich damit auseinandersetzen, klare Regeln für die Digitalisierung zu definieren. Viel interessanter und sehr charmant, wie ich finde, ist die Schlagzeile Kuhstall 4.0. Das heißt nicht mehr Industrie 4.0, sondern neuerdings Kuhstall 4.0. Gut für die Tiere. Ein wirklich sehr interessanter Artikel der Bitkom, die beschreibt das Leben eines Viehzüchters, wie er mit seiner App und seinen digitalen Prozessen in der Lage ist, den Zustand seiner Kühe über die App zu prüfen. Beispielsweise kann er auch die Futterroboter so konfigurieren, dass sie anhand des Gewichts und des Alters des Viehs genau justieren kann, wie viel Futtermenge das jeweilige Vieh erhält. Und genau, das soll sozusagen mal als Einstieg für das ganze Thema dienen. Neben dem aktuellen Stand der Dinge, also sprich der Recherche im World Wide Web, haben wir uns es auch zur Aufgabe gemacht, eine klare Definition zur Digitalisierung zu finden. Und auf dieser Slide erkennen Sie,
verschiedene Definitionsformen in Bezug auf Digitalisierung. Angefangen bei der einfachen Überführung von Papierprozessen in digitale Abläufe, was, denke ich, jeder mit Digitalisierung in Verbindung setzt, bis hin zur Automatisierung und Bereitstellung integrierter agiler Services. Und wir, die Arcando, gehen noch einen Schritt weiter. Und wir sagen, Digitalisierung ist die Erfassung der Welt in digitaler Form, um Informationen und Prozesse zu vernetzen. Das heißt, sämtliche Informationen und Prozesse, die es Sinn macht, zu verknüpfen miteinander, um daraus einen Mehrwert zu schaffen für Sie als Unternehmen, sehen wir unter dem Begriff der Digitalisierung. Ebenfalls klar machen möchten wir mit diesem Webinar 6 unterschiedliche Statements, die wir zur Digitalisierung mit Ihnen zusammen hier definieren möchten. Digitalisierung ist ganz klar unvermeidbar. Sie stellt keine isolierte Entwicklung dar. Sie birgt natürlich Herausforderungen, eröffnet aber wiederum auch Chancen und dazu natürlich wiederum Risiken. Sie schafft eine nachhaltige Veränderung, wenn man es zulässt. Und ganz, ganz wichtig, und das liegt uns am Herzen, Digitalisierung betrifft uns alle. Und dass Sie jetzt nicht nur die einzelnen Floskeln hier von uns gehört haben, möchten wir die einzelnen Statements auch untermalen mit aktuellen Statistiken. Und hier finden Sie einen Haufen an Statistiken und Studien zum Thema Digitalisierung. Wir möchten aber ganz gerne Ihnen zeigen, warum ist denn die Digitalisierung beispielsweise unvermeidbar? Und dazu haben wir uns eine Statistik herausgesucht. Die Statistik stammt von Capgemini IT Trends 2017 mit dem Titel Überfordert Digitalisierung etablierte Unternehmensstrukturen. Und hier kann man ganz klar erkennen, dass 75% der 148 befragten Entscheidungsträger, die den Ausbau der Digitalisierung als Priorität Nummer 1 sehen in der IT-Abteilung. Das heißt, die Digitalisierung schlägt hier zum Beispiel auch die Effizienzsteigerung als auch die Kostensenkung, was mich persönlich sehr überrascht hat. Ebenfalls zu erwähnen ist hier natürlich der starke Anstieg zwischen 2016 und 2017. Somit kann man ganz klar daraus schlussfolgern, dass die Digitalisierung unvermeidbar ist. Ebenso möchte ich ganz kurz auf die Herausforderungen eingehen. Die Herausforderungen finden Sie auch zuhauf im Internet. Damit wollen wir Sie nicht belasten. Da können Sie im Endeffekt auch selber recherchieren. Worauf wir hinaus möchten, ist, es gibt 3 Top-Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. An oberster Stelle, und das finden Sie in vielen Studien, ist das fehlende Know-how bzw. die Qualifikation der Mitarbeiter. Ebenso ist die mangelnde Flexibilität interner Prozesse und die starre Organisationsstrukturen. Und das ist unsere Key Message auf dieser Slide. Es ist nicht, dass die Hauptherausforderung das fehlende Know-how der Mitarbeiter ist. Dieses kann erlernt werden. Für uns ist wichtig, dass Sie auch als Zuhörer für sich mitnehmen, dass die organisatorischen Gegebenheiten für die Digitalisierung unerlässlich sind, um Digitalisierung zu leben. Sprich, wir müssen an der Flexibilität der Prozesse arbeiten und wir müssen an einer flexiblen Organisationsstruktur arbeiten, wenn wir Digitalisierung zum Erfolg bringen möchten. Okay, und jetzt zum Schluss unser Schmankerl, unser aller Lieblingszitat. Und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich dieses Zitat vorlese. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Wenn Sie einen Scheißprozess haben und den digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Das Schwierige ist ja nicht die Digitalisierung an sich, das Schwierige ist die Vereinfachung von Strukturen und Prozessen. Von Thorsten Dirks, CEO der Telefonica Deutschland, im Blog veröffentlicht. Ja, es spricht uns aus der Seele, dieses Zitat. Denn wichtig zu verstehen ist, dass Digitalisierung nicht das Allheilmittel ist, für ein Unternehmen am heutigen Markt zu bestehen. Es ist eine Entwicklung, die jedes Unternehmen heutzutage durchgehen muss. Es bringt aber nichts, einfach zu sagen, ich implementiere nun eine digitale Strategie, sondern ich muss natürlich auch die Basis dafür schaffen. Sprich, die Prozesse flexibel gestalten, die Organisationsstrukturen nicht oder ebenfalls flexibel zu gestalten und die Arcando ins Boot zu holen als Implementierungspartner. Genau, dann möchte ich nun übergeben zum Lösungsüberblick, wo wir die zentralen Fragestellungen
beantworten werden, wer und was ist denn überhaupt die Webcon? Ja, damit übernehme ich dann auch noch einen guten Tag von mir. Und ich werde Ihnen jetzt zuerst einen kleinen Überblick liefern an Lösungen basierend auf SharePoint zur Digitalisierung von Prozessen. Dabei ist das heute schon erwähnte Webcon mit dabei, ebenfalls K2, Nintex und ganz klassisch der SharePoint Designer selber. Und wir haben hier einmal einen, wie gesagt, mal einen kurzen Überblick geben wir hier darüber, wo da die kleineren oder größeren Unterschiede auch sind. Und Webcon selber ist halt basiert auch auf SharePoint, wird auf SharePoint aufgesetzt und hat eine eigene Workflow-Engine. Gerade da sticht die Instant-Change-Technologie heraus, dass Sie direkt live etwas ändern und auch direkt testen können. K2 benutzt selber eine eigene Workflow-Engine, genauso wie Webcon. Nintex benutzt die vom SharePoint Designer, die separat erhältlich ist. Funktionalitäten können bei allen erweitert werden. Bei Webcon haben Sie auch direkt die Möglichkeit, über eine SDK dort eigene Funktionen reinzusetzen. K2 und Nintex lösen das über Custom Action bzw. Custom Control, wozu Sie auch SDK liefern. Und ein großer Vorteil bei Webcon ist auch, dass Sie eine Local No-Code-Plattform liefern. Das bedeutet, dass Sie ohne jegliche Programmierkenntnisse, ohne weitere Probleme einen Workflow designen können, aufsetzen können und den funktionstüchtig haben dann am Ende. Mit einigen wenigen Programmierkenntnissen können die diese noch stark erweitern, aber Sie haben auch ohne Programmierkenntnisse überhaupt keine Probleme, diese Workflows aufzubauen. Bei K2 Nintex sind dort No-Code-Plattformen. Auch hier sind nicht große Programmierkenntnisse erforderlich, aber schon in gewissem Maße, damit Sie dort ohne Probleme diese Workflows aufbauen können. Ebenfalls hat Webcon den Vorteil, dass es ein Designer-Studio gibt für Workflows und Forms. Das heißt, Sie können direkt innerhalb eines Programmes die Workflows aufbauen und auch die Forms dazu erstellen. Bei den Konkurrenten ist es so, dass dort getrennte Produkte dafür vorhanden sind. Ja, jetzt haben wir schon relativ viel über Webcon gesprochen, aber jetzt würde ich auch gerne klären, wer ist denn Webcon überhaupt? Webcon ist eine 2006 in Polen gegründete Firma mit Büros in Polen und den USA und sie sind in über 13 Ländern über Partner aktiv und arbeiten dort auch und Webcon konzentriert sich auf ihr Produkt Webcon BPS. Das ist eine Einproduktfirma und die ganze Konzentration gilt darauf und sie haben über 170 sehr zufriedene Kunden, was man anhand des NPI mit 89 Punkten auch sieht. Webcon ist auch in Privatbesitz, es gibt kein externes Kapital und hat über 80 technisch orientierte Mitarbeiter, ist in Polen bei der Business Process Management Software auch der Marktführer und wächst aktuell international sehr stark. 2015 haben sie auch den Best SharePoint Solution Award der European SharePoint Community gewonnen und sind auch aktive Unterstützer der European SharePoint Community. Jetzt möchte ich Ihnen gerne Webcon BPS vorstellen. Dazu haben wir hier von Webcon dieses Schild, wie wir es immer so schön nennen, dargestellt, wo die Funktionalitäten von Webcon sehr gut dargestellt werden. Und zwar in der Mitte der Kern von Webcon BPS ist die Webcon BPS Engine. Wie vorhin schon erwähnt, ist das eine eigene Workflow Engine und ist unabhängig von der SharePoint Workflow Engine. Dies hat den Vorteil, dass dadurch ein höherer Funktionsumfang gegeben ist, da Webcon diesen ständig erweitert und auch die Aktualisierung in kürzeren Abständen sind. SharePoint aktualisiert ungefähr alle 3 Jahre ihre Engine und Webcon macht das wesentlich schneller und dadurch läuft es auch im Allgemeinen fehlerfreier. Darunter sehen Sie den Designerstudio. Das Designerstudio ist ein sehr praktisches Tool zur Erstellung der Workflows, der Forms, zu allerlei Einstellungen von Webcon. Damit kontrollieren Sie komplett Webcon selber und haben dort auch die Möglichkeit, grafisch die Workflows zu erstellen. Das ist auch der Vorteil bei den Workflows selber, dass Sie, wie schon erwähnt, ohne Programmierkenntnisse diese erstellen können. Sie haben die Möglichkeiten, grafisch diese auch aufzubauen, grafisch direkt zu sehen. Sie haben einen sehr guten Überblick, können dann auch direkt Änderungen vornehmen und diese werden direkt verarbeitet. Das heißt, Sie speichern einfach den Prozess
und können dann direkt auf ihren Workflow zugreifen über SharePoint und haben dort schon die Änderungen drin. Sie müssen nicht komplett das ganze, den ganzen Workflow neu releasen. Auch die Forms können Sie über den Designer Studio ohne weitere Probleme abändern, verändern, dort auch Instant Change. Sie möchten gern ein neues Feld hinzufügen, das legen Sie kurz an, geben die Sichtbarkeit an und speichern den Prozess und schon haben Sie Zugriff darauf. Ebenfalls können Sie die Dokumente verwalten mit einem DMS und können auch Dokumente generieren oder Scans von Dokumenten verarbeiten, dort auch mit den über Barcodes und können auch über OCR den Inhalt der Daten einlesen, der Dokumente. Das End-User-Interface hat den Vorteil dadurch, dass es SharePoint ansetzt und in SharePoint schon integriert ist, WebCon, ist für den Endnutzer selber kein großer Umstieg erforderlich, sofern Sie jetzt schon SharePoint einsetzen. Wenn Sie SharePoint einsetzen, werden Ihre Nutzer, die nur mit dem Workflow arbeiten und nicht in Designerstudio selber arbeiten, einfach nur ihr ganz normales SharePoint vor sich haben, was sie gewohnt sind. Ebenfalls ist die Connectivity ein großer Stichpunkt. Sie können ohne Probleme externe Systeme an WebCon anbinden. Ein ganz gutes und großes Beispiel wäre SAP, was Sie ohne Probleme dann mit in WebCon verarbeiten können. Und wie gerade eben schon erwähnt, SharePoint selber, WebCon ist voll integriert in SharePoint, das heißt, Sie haben auch Zugriff auf SharePoint-Dokumente, SharePoint-Listen, allgemein SharePoint-Apps und sehen halt SharePoint für sich, wenn Sie WebCon die Workflows nutzen. Auch können Sie eine extra Mobile-Ansicht für WebCon benutzen, WebCon Mobile-Apps anbietet. Der Vorteil dort ist, dass Sie mit wenigen Klicks auch eine mobile Ansicht, die optimiert wurde für mobil benutzen können. Auch ist Active Directory direkt in WebCon angebunden werden, wodurch Sie Ihre Nutzer in Ihrem Unternehmen direkt in WebCon benutzen können. Sie können darauf zugreifen und auch auf die Strukturen, die dahinter gelegt sind, zum Beispiel für wer der Vorgesetzte ist, wer ist die Vertretung. Und Sie haben auch Zugriff auf Web-Services direkt in den Workflows selber. Das heißt, Sie können innerhalb eines Workflows ohne Probleme einen von Ihnen selbst geschriebenen Web-Service oder von einem Drittanbieter auf den Web-Service zugreifen. Und Sie haben Datenbanken im Hintergrund, die auf SQL angesetzt sind. In SharePoint ist oft das Problem, dass ab einer gewissen Größe in den Listen die Geschwindigkeit darunter leidet. Dieses Problem haben Sie nicht bei WebCon, da diese eigene SQL-Datenbanken mitliefert. Auch können Sie bei Office unter Word, Outlook und Project Anbindung an WebCon haben. Gut, jetzt habe ich Ihnen einiges über WebCon WPS erzählt. Jetzt würde ich Ihnen gerne WebCon WPS selber auch zeigen, und zwar anhand einer Live-Demo, und zwar von einem von uns ausgewählten Prozess, nämlich dem Bewerbungsprozess. Ein Prozess, was so gut wie jede Firma gut gebrauchen kann. Und wir haben dafür unseren Bewerbungsprozess genommen und den in kürzerer Form in WebCon umgesetzt, damit wir Ihnen das jetzt zeigen können. Und wir zeigen Ihnen jetzt auch einige Funktionalitäten von WebCon. Also wir zeigen Ihnen nicht den ganzen Prozess, dafür reicht leider die Zeit nicht aus, aber wir zeigen Ihnen die wichtige Funktionalitäten. Ja, damit springe ich jetzt auch direkt dahin. Und zwar, das ist jetzt die erste Ansicht, die ich Ihnen gerne präsentieren würde. Wie Sie sehen, das sieht jetzt erstmal ganz normal wie SharePoint aus, ist aber tatsächlich schon WebCon. Wir haben verschiedene Sichten hier vorbereitet. Das hier wäre jetzt die Sicht von der Frau Petra Müller. Frau Petra Müller arbeitet fiktiv jetzt bei uns in der HR und könnte hier einen Bewerbungsprozess starten und sieht selber hier unten auch ihre aktiven Aufgaben. Das wäre die Sicht von der Frau Müller. Wir haben aber auch noch die Susanne Süd. Die Susanne Süd ist Managerin in unserer Business Area Süd, jetzt auch fiktiv, und sie sieht jetzt auch ihre aktiven Aufgaben und, was auch sehr wichtig ist, sie sieht allgemein alles, was in der Business Area Süd aktuell an Bewerbern vorhanden ist. Hiermit möchte ich Ihnen zeigen, dass man verschiedene Sichten auch nach verschiedenen Rollen aufteilen kann. Wir könnten jetzt einmal hingehen und
alles manuell erfassen, was an Informationen über den Bewerber kommt. Da das allerdings ein bisschen zeitaufwendig ist, haben wir hier etwas Schönes vorbereitet, und zwar eine kleine Simulation im Sinne von, Sie hätten jetzt zum Beispiel ein Bewerberportal, wo sich online jemand beworben hat bei Ihnen, und aus diesen Daten würde jetzt eine E-Mail zu Ihnen kommen auf ein von Ihnen festgelegtes Postfach, und dort könnte jetzt diese E-Mail automatisch verarbeitet werden, um daraus einen Workflow zu starten. In dem Fall zur Veranstaltung haben wir hier das manuell gemacht, dass wir hier diese schönen Informationen, die jetzt von Ihnen generiert worden wären, von der Seite, einfach hier reinziehen. Das kann natürlich auch, wenn Sie wollen, wenn Sie sagen, unsere Mitarbeiter sollen das selber machen, kann das hier auch direkt verarbeitet werden. Wie Sie sehen, haben wir hier schön diese von Webcon selber ein Add-in, sodass wir ohne Probleme einfach durch ein Ziehen des Anhangs zum Beispiel oder der E-Mail in dieses Feld einen Workflow starten, den wir jetzt hier auch sehen. Mit einem einfachen Klick können wir jetzt auch auf den Workflow zugreifen. Wie Sie hier sehen, haben wir jetzt die Datenerfassung, und hier haben wir auch unseren Anhang aus der E-Mail. Wenn wir jetzt einfach auf Daten befüllen klicken, zieht er automatisch die Daten, die jetzt hier hinterlegt sind. In dem Fall die Daten des Bewerbers. Damit haben wir weitestgehend schon einen Großteil automatisiert. Und wie gesagt, das kann auch komplett über eine sogenannte Hotmail-Fähigkeit komplett automatisiert werden. Allerdings zur Veranschaulichung haben wir das jetzt hier noch ein bisschen manuell gemacht. So, jetzt könnten wir hier auch notfalls noch Daten abändern, falls irgendwelche Daten fehlerhaft sind oder nicht richtig sind, können hier auch noch die Business Area selber angeben. In dem Fall sind wir wieder bei Süd. Und wir können auch eine Bewerberquelle angeben, was später noch relevant ist, wenn es zu den Auswertungen kommt. In dem Fall sagen wir, die Bewerbung kam über Xing rein. Jetzt schicken wir dies nochmal zu einer Überprüfung. Und hier in dieser Überprüfungsansicht haben wir hier nochmal eine Zusammenfassung von den Daten, die eingegeben worden sind. Hier haben wir die Anhänge. Hier könnten jetzt auch weitere Anhänge sein, wie Zeugnisse, Lebensläufe etc. Und von hier könnten wir auch schon direkt den Bewerber absagen. Das wird auch jederzeit möglich sein. Oder die Info angeben, dass der Bewerber abgesagt hat. Das kann ja auch jederzeit passieren. Und wir können von hier aber auch sagen, dass wir den Bewerber kontaktieren und könnten dann direkt aus dem System heraus eine Mail an den Bewerber schicken. Wir könnten einen Schritt zurückgehen, um die Daten noch ernst zu geben, oder was wir machen werden, ist zu sagen, dass die Unterlagen vollständig sind. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz die Sicht wechseln, nämlich zur Frau Susanne Süd. Die hat jetzt nämlich die schöne Bewerbung jetzt hier vorliegen, und zwar auch als ihre aktive Aufgabe. Das, was vorher in der HR lag, ist jetzt bei der Frau Süd gelandet, da wir es an der Business Area Süd geschickt haben. Sie hat jetzt hier die Informationen zu dem Kollegen. Sie könnte hier die Anfänge jetzt auch wieder komplett öffnen und kann von hier verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel ein Interview terminieren. Ein sehr wichtiger Schritt im Bewerbungsprozess. Und dazu könnten wir jetzt hier als Beispiel hingehen und einfach sagen, ja, wir wollen jetzt einen Termin machen, bleiben in derselben Maske, könnten dann auch die Interviewart bestimmen, ob es ein Telefoninterview ist, ein persönliches Interview, dann auch in welcher Geschäftsstelle, hier sind einige von uns hinterlegt, und können hier dann direkt aus dem System heraus einen Termin ansetzen und als Beispiel auch Interview-Teilnehmer angeben, zum Beispiel dann die Frau Susanne Süd und den Herrn Niklas Karbach, der uns heute so schön durch die Präsentation schon geführt hat. Und dies wird direkt aus dem Active Directory gezogen. Das ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und hierdurch können Sie auch wirklich direkt auf Ihre Mitarbeiter zugreifen und müssen diese nicht nochmal erneut in Webcon anlegen. Wenn wir jetzt diesen Termin senden, wird auch automatisiert aus dem System heraus jetzt eine E-Mail verschickt. Das dauert jetzt einen ganz kurzen kleinen Moment, dann werden wir diese per E-Mail bekommen. Und dort werden Sie dann sehen, dass dort alle nötigen Informationen auch drin sind, automatisiert reingeschrieben. Während wir warten, würde ich gerne auf die nächste Sicht gehen. Das wäre jetzt schon das Ergebnis von dem Interview. Wenn das
Interview durchgeführt worden ist, können wir hier ein kleines Bewerberrating angeben. ABC haben wir jetzt mal genommen und auch in einem Freitext ein Feedback angeben. Zum Beispiel, der Bewerber war sehr gut. Und können dann das Interview abschließen. Ebenfalls ist es natürlich möglich, einen neuen Termin anzulegen oder mittlerweile hat der Bewerber abgesagt. Schließen wir das Interview ab, wird auch in dem Fall in den Kommentaren hier das Feedback angegeben. Das Feedback vom Telefoninterview vom 21.06.2017 mit dem Rating A, Bewerber war sehr gut. Mittlerweile ist auch unsere Mail angekommen. Und hier sehen Sie jetzt ganz schön, dass alle wichtigen Informationen direkt aus dem Prozess gezogen worden sind. Als Beispiel natürlich Anrede, Vor- und Nachname, dass es ein Telefoninterview ist, das Datum, Uhrzeit, die angegebene Telefonnummer und auch die Teilnehmer. So, dann gehen wir wieder zurück zu der Frau Susanne Süd, die jetzt aktuell hier ist. Jetzt könnten wir auch weitere Interviews anlegen, wir könnten auch über die HR diese veranlassen. Wir können also die Aufgaben auch weiter delegieren, die dann auch dann geschickt werden. Und wir können natürlich Bewerber absagen oder mittlerweile hat der Bewerber abgesagt. Ebenfalls könnten wir dem Bewerber jetzt einen Pool hinzufügen, würden ihm eine Evidenzabsage schicken, würden ihn aber im System selber noch mal hinterlegt haben. Wir würden jetzt aber sagen, es ist alles gut gelaufen und wir wollen den Bewerber gerne das Angebot senden. Gehen hierzu auf Angebot senden und kommen dann in die Angebotserstellung. Hier bekommen wir eine weitere Maske, wo wir alle nötigen Informationen angeben zu dem Bewerber, als was wir ihn gerne einstellen würden, in welcher Geschäftsstelle, was das Gehalt ist, das Einstellungsdatum und auch, wer denn diesen Vertrag unterzeichnen soll. Das ist aktuell jetzt in dieser Demo nicht implementiert, aber es ist möglich, über Webcon auch Digital Signature hinzuzufügen, sodass Sie tatsächlich auch digital unterzeichnete Verträge versenden können und auch dann direkt aus dem System heraus. Das, was wir jetzt machen, dem wird dieses Angebot jetzt versenden. Und das dauert einen kurzen Moment, weil er im System jetzt selber das Angebot zieht. Das Angebot ist als Dokument in SharePoint hinterlegt, als Template, befüllt dort diesen Vertrag und erstellt ihn und sendet ihn jetzt auch an uns per E-Mail. Das dauert auch wieder einen kleinen Moment. Allerdings kann ich ihn auch hier, der ist jetzt auch hier hinterlegt selber als Anhang, schon mal zeigen. Und zwar sehen Sie hier sind alle relevanten Daten hinterlegt. Vorname, Adresse, man sieht in welcher Position, an welchem Standort etc. Und dieser Vertrag wurde jetzt automatisch generiert aus dem System heraus. Ebenfalls hier mit unseren Zeichnern. Wie gesagt, bei Digital Signature wäre das jetzt auch digital signiert. Ein Vorteil, den ich vorhin erwähnt habe, von Webcon ist die Möglichkeit, schnell etwas abzuändern und das dann auch zu testen. Das würde ich Ihnen jetzt gerne anhand dieses Vertrags zeigen. Und zwar würde ich gerne in diesem Vertrag einen Bonus hinzufügen. Dazu gehen wir einfach auf unseren Designer. Das hier ist der Designer von Webcon, in dem Sie alle nötigen Sachen machen können. Und hier ist auch unser gesamter Prozess abgebildet, grafisch, wie schon erwähnt. Und hier können wir jetzt einfach unter den Form-Fields, dort wo die Felder sind, die Sie innerhalb des Workflows benutzen können, einfach ein neues Formfield erstellen namens Bonus und müssen jetzt nur noch die Sichtbarkeit einstellen, beziehungsweise wo es erforderlich ist. In dem Fall sehen wir hier alle Schritte, suchen uns den Schritt Angebotserstellung raus, suchen den Punkt Bonus hier unten und sagen, ja, der Bonus muss ausgefüllt werden. Jetzt speichern wir den Prozess und hätten jetzt schon direkt dieses Feld mit drin. Allerdings wollen wir auch noch, dass es im Vertrag verarbeitet wird. Dazu habe ich hier das Template des Vertrages geöffnet. Und das habe ich auch vorhin schon erwähnt. In Word haben wir ebenfalls Möglichkeiten, mit Word zu arbeiten. In dem Fall ist das Add-in schon installiert. Wir klicken auf Webcon BPS, File Generation Template,
können hier unseren Prozess raussuchen, sobald er verbunden ist. Das ist in dem Fall der Demo-Prozess und haben hier Zugriff auf unsere Form-Fields. In dem Fall brauchen wir bei Angebotsdaten den Bonus. Jetzt suchen wir den Punkt raus, wo das hinzukommen soll. Das wäre bei uns die Vergütung. Und wir wollen jetzt, dass mit in den Vertrag aufgenommen wird, der Bonus ist... So. Jetzt können wir einfach per Drag-and-Drop dieses Feld von unserem Workflow mit hier hinzufügen. Und schon haben wir das im Vertrag drin. Wir speichern diesen Vertrag ab und müssen den jetzt nur noch in SharePoint selber hochladen. Und schon haben wir komplett den Prozess so weit abgeändert, dass das geht. Das würde ich Ihnen jetzt auch gerne schnell zeigen. Dazu sind wir schon in der Angebotserstellung. Und Sie können jetzt auch schon sehen, hier ist jetzt der Bonus hinzugefügt worden. Wir hätten ihn jetzt auch weiter oben ansehen können oder rechts oder wohin auch immer Sie wollen und sagen jetzt, der Bonus soll 500 Euro betragen. Jetzt senden wir erneut das Angebot. Und klicken auf das Ergebnis davon, damit wir jetzt auf den Vertrag zugreifen können. Wie Sie sehen können, ist jetzt dieser Bonus mit dem Vertrag drin. Das ist eine kleine Änderung, die jeder selbstständig durchführen kann, ohne weitere Probleme. Und ja, wie Sie auch hier sehen, hier, der Vertrag ist mittlerweile angekommen. Auch per E-Mail ist dieser da und wäre jetzt beim Bewerber. Ja, und damit kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt innerhalb dieser Live-Demo. Wenn ich es nicht komplett verklicke. So, sagen wir, das Angebot ist angenommen von dem Bewerber und möchten jetzt aber auch mal sehen, okay, wie viele Bewerber hatten wir jetzt eigentlich insgesamt diesen Monat schon? Und dazu haben wir den Max Meyer. Der Max Meyer ist Manager innerhalb der HR und würde sich gerne Sachen angucken dazu, zum Beispiel die Bewerbungsergebnisse. Hier haben wir jetzt einen kleinen Überblick darüber, wie viele das Angebot abgelehnt haben, das Angebot angenommen haben, wie viele Bewerber wir abgesagt haben und wie viele Bewerber selber abgesagt haben. Auch können wir sehen, wie viele Bewerbungen reingegangen sind, in welcher Business Area oder aus welcher Quelle sie sich überhaupt beworben haben. Das sind jetzt nur einige Beispiele, um auch zu zeigen, dass man ohne Probleme Daten im Nachgang aufbereiten kann, gerade in Sachen Reporting. Ja, das war dann soweit die Live-Demonstration. Natürlich kann man nicht nur Webcon für Bewerbungsprozesse einsetzen. Es gibt auch zahlreiche andere Möglichkeiten. Als Beispiel wäre zum Beispiel zu nennen auch ein Onboarding-Prozess, wenn jetzt im Nachgang neue Bewerber dazukommen oder innerhalb der IT, wenn Sie ein eigenes Ticketsystem aufbauen wollen, dann können Sie ohne weitere Probleme innerhalb Webcon das abbilden oder auch für das Incident Management System. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Webcon für Sie im Unternehmen einzusetzen. Ja, und jetzt gebe ich auch wieder zurück an den Herrn Karbach. Genau, und ich übergebe lustigerweise gleich wieder an die Frau Thaler. Richtig, ja, guten Tag nochmal. Ich wollte Ihnen ganz gerne nochmal aufzeigen, welche Möglichkeiten Sie bei der Arcando in der Unterstützung und Beratung haben. Dabei wollte ich auf jeden Fall erwähnen, dass wir in allen SharePoint-Projekten allen Belangen unterstützen können, ob es die Einführung ist oder eine Migration ist, Integration etc. oder eben auch ein Update. Da unterstützen wir in allen Belangen, wie gesagt. Wir unterstützen aber auch im Bereich Optimierung der unternehmensinterner Prozesse. Beim Requirements Engineering, Projektmanagement, Testmanagement und nicht zu vergessen, die Lösung, die wir eben vorgestellt haben, bei der Implementierung der Lösung, bei anderen Lösungen gerne auf Anfrage und bieten dazu auch Anwenderschulungen an. Kommen Sie gerne auf uns zu. Vielen Dank. Okay, dann kommen wir nun zum letzten Teil unserer Präsentation, und zwar die Fragen und Antworten. Und da haben uns während des Webinars zwei Fragen erreicht. Einmal in Bezug auf die Technik, technologisch gesehen, und einmal in Bezug auf die Kosten, was sonst.
Da würde ich ganz gerne mit der ersten Frage anfangen, die lautet, in welchem Rahmen bewegen sich die Lizenzkosten in Bezug auf Webcon PBS? Da komme ich gerne dazu. Wenn wir jetzt die SharePoint-Installation bereits im Hause haben, dann würde man, ich sage jetzt mal am Beispiel von 200 Usern, würde man in etwa bei 3,8 € im Monat landen, je nachdem, ob sie dann noch irgendwelche Zusatzfunktionen benötigen. In der Enterprise-Version ist bereits sehr, sehr viel drin. In diesem Preis sind auch schon 15% für 3 Jahre an Wartung berücksichtigt. Also vom Preis her kann man sagen, ist Webcon wirklich sehr gut positioniert. Okay, danke Frau Thaley. Und dann haben wir noch was für unseren Technikexperten. Die zweite Frage, kann man Webcon in der Cloud verwenden, Tristan? Ja, das kann man tatsächlich. Man kann Webcon entweder on-premise bei sich auf dem SharePoint aufsetzen oder über Microsoft Azure in der Cloud auch verwenden. Wenn man dort einen SharePoint in der Cloud aufsetzt, kann man auch ohne weitere Probleme Webcon direkt in der Cloud auf SharePoint aufsetzen. Okay, gut. Das wären die Fragen gewesen. Da möchten wir uns als Team auch nochmal ganz herzlich bei den Zuhörern bedanken. Wir können ihnen sogar ein bisschen Zeit zurückgeben. Und ja, wenn Sie Fragen haben zum Thema Webcon, wenn Sie Fragen haben zu Arcando, kommen Sie einfach direkt auf uns zu, am besten auf die Frau Thaley. Und ja, dann wünschen wir Ihnen noch eine schöne Restwoche. Alles Gute und bis bald. Auf Wiedersehen.